Moin Autopflegefreunde, heute testen wir 16 Felgenversiegelungen. Von Sprays über Wachse bis zu Keramiken ist alles dabei. Ich wünsche euch viel Spaß, nach dem Intro geht's los. Felgenversiegelungen helfen euch bei der Instandhaltung eurer Felgen. Sie blocken einen Teil der Verschmutzung ab und erleichtern die Reinigung. Eure Räder sind wahrscheinlich die am stärksten belasteten Teile im gesamten Außenbereich eures Fahrzeugs. Sie sind euer Kontakt zum Boden, dort wo Verschmutzung, Streusalz und andere Gefahren lauern. Zudem entsteht durch jede Bremsung Abrieb an der Bremsscheibe, die Flugrost und Bremsstaub auf und in die Felge schleudern. Als wäre das nicht genug, entwickelt sich je nach Fahrweise eine enorme Hitze, die natürlich ebenfalls eine starke Belastung darstellt. Felgenversiegelungen müssen sich also enormen Widrigkeiten gegenüberstellen, können bei korrekter Anwendung aber auch zum echten Helfer werden. Gerade weil die Felgen oft sehr stark verschmutzt sind, ist eine gründliche Vorbereitung vor dem Auftrag der Versiegelung sehr wichtig. Wir haben extra ein eigenes Tutorial zur korrekten Reinigung und Vorbereitung der Felgen gedreht. Ihr findet das Video in der Infobox. Legen wir also endlich los. Im ersten Schritt machen wir uns an die grobe Vorreinigung direkt am Fahrzeug. Wir haben uns für unseren Test die vordere linke Felge ausgewählt. Diese ist bei Fronttrieblern der größten Belastung ausgesetzt. Aus diesem Grund machen Tests auf verschiedenen Felgen auch überhaupt gar keinen Sinn. Die Standzeit variiert zwischen den Rädern teilweise enorm, da die Belastung auch sehr unterschiedlich ist. Die Produkte würden sich bei der Anwendung auf verschiedenen Felgen nicht mehr vergleichen lassen. Außerdem werden wir die Versiegelung im Felgenbett aufbringen. Zum ersten können wir die Produkte dort leichter vergleichen, zum zweiten sind die Belastungen dort noch höher als an der Felgenfront. So erhalten wir schon nach wenigen Wochen aussagekräftige Ergebnisse im Bereich Standzeit. Nachdem wir das Rad vorgereinigt haben, montieren wir es ab. In unserem Studio entfernen wir die letzten kleineren Verschmutzungen sowie einige Flugrostpartikel. Hilfreich ist dabei ein sogenannter Detailing Wheel Tower. Nach einer Politur und der Entfettung sind wir bereit für den Auftrag der Versiegelung. Schauen wir uns zuerst alle Produkte anhand ihrer Anwendung an und vergeben dann die ersten Punkte im Bereich Handling. Zu den Produkten, die am einfachsten anzuwenden sind, gehören die Sprühversiegelungen. Meist müssen diese erst geschüttelt und dann in 10 bis 20 cm Abstand auf die Felge gesprüht werden. Nach einigen Sekunden müssen alle Rückstände mit einem sauberen Tuch abgetragen werden. Für uns ist das die einfachste Methode, die Felgen zu versiegeln. Für alle Sprühversiegelungen gibt es daher in unserem Test 2 von 2 Punkten im Bereich Handling. Dazu zählen das Shiny Sheeps Felgenwachs und das Ceramic Coating, die Nigrin Felgenversiegelung, die beiden Sonax Felgenversiegelung und der Soft 99 Wheel Dust Blocker. Ein Nachteil der Sprühversiegelung ist, dass diese häufig nur für wenige Anwendungen ausreichen. Ganz im Gegensatz dazu stehen die Wachse. Mit diesen könnt ihr je nach Viskosität und Größe teilweise zahlreiche Fahrzeuge versiegeln. Die Anwendung ist ebenfalls recht einfach, jedoch durch den pastösen Zustand zeitaufwendiger als bei den Sprühversiegelungen. Mit einem kleinen Auftragsschwamm seid ihr dennoch recht einfach und schnell fertig. Nach einigen Minuten müsst ihr die Reste ebenfalls mit einem Mikrofasertuch entfernen. Bei den Wachsen vergeben wir 1,5 von 2 Punkten für das Handling. Im Bereich der pastösen Wachse haben wir das Swiss Wax Autobahn, das Poor Boys World Wheel Sealant und das Dirtbusters Wheel Wax. Fast identisch in der Anwendung sind die Flüssigwachse sowie einige Coatings. Diese Produkte werden auf ein Pad oder ein Tuch aufgetragen und dann auf der Felge verteilt. Auch hier werden die Reste mit dem Mikrofasertuch entfernt. Da die Anwendung sehr ähnlich zu den pastösen Wachsen ist, geben wir ebenfalls 1,5 von 2 Punkten für diese Kategorie. Zu den Flüssigwachsen zählen die Nigrin Felgenversiegelung und das Autoglanz Shield. Zu den einfach anzuwendenden Coatings zählen wir das G-Technic C5 sowie die ACS 3000 Felgenversiegelung. Damit bleiben nur die Coatings übrig, die ihr mit einem Wildledertuch und einem Applikatorblock auftragen müsst. Durch den Block wird das Handling gerade bei komplizierten Speichen erschwert. Die Anwendung ist unserer Meinung nach trotzdem kein Hexenwerk und kann auch von Anfängern durchgeführt werden. Deshalb vergeben wir einen von zwei Punkten im Handling. Zu den antretenden Produkten gehören das Carpro Deluxe und das Gian Rim.
Eine Sache ist uns bei der Anwendung aufgefallen. Das Shiny Sheaf Ceramic Coating hat den Edding, den wir für die Markierung der Felder nutzen, als einziges Produkt abgelöst. Das ist meist ein Zeichen dafür, dass die Versiegelung Aceton oder ein ähnlich starkes Lösemittel enthält. Für den Klarlack ist das kein Problem, aber wenn ihr Steinschläge oder andere Beschädigungen an eurer Felge habt, würden wir von der Anwendung abraten. Die Produkte konnten also bisher bis zu 2 Punkte ergattern. Für die nächste Kategorie gibt es ebenfalls bis zu 2 Punkte. Wir schauen uns jetzt das Beading und Sheeting nach 24 Stunden Ablüftzeit an. Um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen und weil die Ergebnisse so eindeutig sind, zeigen wir euch 14 der 16 Produkte gleichzeitig im direkten Vergleich. All diese Produkte zeigen auf der perfekt vorbereiteten Felge ein tolles Ergebnis. Somit bekommen diese Versiegelungen die vollen 2 Punkte. Lediglich die Nigrin Felgenversiegelung in der sprühbaren Variante zeigt leichte Schwächen und bekommt einen halben Punkt abgezogen. Die Sonax Felgenversiegelung aus der Standardserie bekommt sogar einen ganzen Punkt Abzug. Damit können wir alle Versiegelungen in den Langzeittest schicken. Dazu montieren wir die Felge wieder an den Polo. Im gesamten Januar müssen sich die Produkte jetzt den schwersten Witterungen stellen. Mal sehen, wie lange sie durchhalten. Für jedes Update, das wir durchführen, bei dem die Versiegelung noch ausreichend Wirkung zeigt, werden 2 Punkte auf die Gesamtnote addiert. Bei insgesamt 3 Updates errechnet sich somit eine finale Höchstpunktzahl von 10 Punkten. 2 Punkte für das Handling, 2 für das Beading und Sheeting und mögliche 6 Punkte für die Haltbarkeit können ergattert werden. Nach 10 Tagen schauen wir uns die Produkte zum ersten Mal an. Während des Tests werden keine Chemikalien für die Reinigung der Felgen eingesetzt. Nur direkt vor dem Update reinigen wir die Felge mit einem neutralen Shampoo und einem hochwertigen Waschpad. Nach den ersten 10 Tagen müssen wir uns leider bereits von einigen Versiegelungen verabschieden. Das Shiny Sheaves Felgenwachs, die sprühbare Nigrin Versiegelung, die einfache Sonax Versiegelung und der Soft 99 Wheel Dust Blocker zeigen unserer Meinung nach ein zu schwaches Bild und sind damit raus. Alle anderen Versiegelungen kommen in die nächste Runde und werden nach weiteren 10 Tagen wieder beurteilt. Nach nun also insgesamt 20 Tagen schauen wir uns die Versiegelung erneut an. Und natürlich sind wieder einige Produkte dabei, die es nicht geschafft haben. Dazu gehören die Nigrin Felgenversiegelung in flüssiger Form, das Swiss Wax Autobahn, das Poor Boys World Wheel Sealant und das Autoglance Shield. Damit ist genau die Hälfte der Produkte ausgeschieden und nur noch 8 Produkte sind im Rennen. Nach weiteren 10 Tagen wissen wir mehr. Einen Monat verweilen die Produkte jetzt schon auf der Felge. Folgende Versiegelungen sind an diesem Schritt für uns ausgeschieden. Das Dirtbusters Wheel Wax, die Sonax Extreme Felgenversiegelung, das G-Technic C5, das Shiny Sheaf Ceramic Coating und das G&R Rim. Da das unser vorerst letztes Update war, bekommen das CarPro Deluxe und die ACS 3000 Versiegelung die volle Punktzahl. An diesem Punkt haben wir dann auch erfahren, dass sich in der weißen sowie der schwarzen Version der ACS 3000 Versiegelung dasselbe Produkt befindet. Es handelt sich lediglich um unterschiedliche Füllmengen, wie uns der Hersteller bestätigt. Nicht schlimm, damit sind wir doppelt sicher, dass die Versiegelung eine hervorragende Leistung zeigt. Eine weitere Anmerkung zur Standzeit wollen wir noch loswerden. In diesem speziellen Fall war die Belastung natürlich enorm hoch. Der schneereiche Januar sowie der Auftrag im Felgenbett sind sehr belastend. Durch den ständigen Wechsel aus Frost in der Nacht und Hitze während der Fahrt wurden die Versiegelungen bis aufs Äußerste getestet. An der Frontseite der Felge könnt ihr mit deutlich höheren Standzeiten rechnen. Auch die Fahrt bei besseren Witterungsbedingungen im Sommer beispielsweise sollte für eine deutliche Verlängerung der Standzeit sorgen. Somit könnt ihr die Standzeit von nur wenigen Wochen nicht auf alle Gegebenheiten übertragen. Trotzdem bleiben die Versiegelungen so natürlich untereinander vergleichbar und das Ergebnis valide. Hier seht ihr die Gesamtplatzierung und die Bewertung der Produkte im Überblick. Sucht euch wie immer das Produkt heraus, das am besten zu euren Vorlieben passt. Ist euch eine einfache und schnelle Anwendung wichtig, dann empfehlen wir die Sonax Extreme Felgenversiegelung, die sich unter den sprühbaren Produkten mit Abstand am besten gezeigt hat.
Wollt ihr ein pastöses Wachs nutzen? Dann probiert es doch mal mit dem Dirtbusters Rewax, das unter den Wachsen in Sachen Standzeit unschlagbar war. Oder wollt ihr das Gesamtpaket aus ordentlicher Anwendung und der längsten Standzeit? Dann empfehlen wir die ACS 3000 Felgenversiegelung. Einziger Wermutstropfen ist, dass die Versiegelung in der 50ml Variante knapp 50 Euro kostet und damit recht teuer ist. Dafür kommt die Versiegelung mit reichlich Zubehör wie Handschuhen, einer Schutzbrille, einer Maske, Vorreiniger, Tüchern und einer deutschen Anleitung. Wer uns länger verfolgt, weiß, dass uns Arbeitsschutz sehr wichtig ist und deswegen schätzen wir die Entscheidung, das Zubehör im Paket zu inkludieren. Damit haben wir dir hoffentlich geholfen, die richtige Versiegelung für dich zu finden. Wenn ja, dann vergiss bitte nicht, diesem Video eine positive Bewertung zu geben. Falls du noch Fragen hast oder wir deine Lieblingsversiegelung vergessen haben, dann hinterlasse uns einen Kommentar. Wir wären dir außerdem sehr dankbar, falls du jetzt Lust bekommen hast, deine Felgen zu versiegeln, wenn du die nötigen Produkte über unsere Partnerlinks in der Videobeschreibung bestellst. Du bezahlst keinen Cent mehr und überlässt uns ein kleines Trinkgeld für unsere Mühen, das der Händler an uns auszahlt. Vielen Dank! Als nächstes kannst du noch ein weiteres Video von uns schauen. So oder so wünschen wir dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Während ich hier mal wieder die ganze Felge fertig gemacht habe, ne, hat der andere Dummduli nicht mal nachgeguckt, ob der Akku von der GoPro überhaupt voll ist. Ne. Jetzt habe ich ihn das Ladegerät die ganze Zeit dran. Der Akku steckt auch drin. Aber der hat den Stecker nicht in die Dose gesteckt, der Idiot. Jetzt müssen wir gucken, eine kommen mit drei Akkus für die GoPro. Mal gucken, ob einer von den anderen beiden voll ist. Ich hoffe mal. Wenn nicht, dann wird das heute noch ein langer Tag. Müssen wir gleich erstmal Akkus lauern. Na ja, was soll's mocken, ne? Muckt das schon.